Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Das schwarze Auge Schatten über Riva, wo wir uns heute den südöstlichen Teil der Stadt oder eigentlich so den Osten der Stadt ein bisschen genauer angucken. Ja, unter anderem ist der Zartempel hier ganz in der Nähe. Und ich habe mir gedacht, den dicht besiedelten Marktplatz und diese ganzen Geschichten, das heben wir uns mal bis zum Schluss auf, weil da sollen wir ja dann auch Thorgrim den Starken einsammeln, der uns bei der Geschichte mit dem Boronsacker helfen wollte. So, als allererstes denke ich diesmal aber daran, dass wir uns unser Tagebuch mal etwas genauer angucken. Bis hierhin hatten wir gelesen. Bis hierhin hatten wir definitiv gelesen, also machen wir hier jetzt weiter. Im Firun-Tempel haben wir erfahren, dass auf dem Boronsacker seltsame Dinge geschehen. Mehrmals sollen dort schon Untote gesichtet worden sein. Thorgrim, ein südlich des Marktplatzes wohnender Zwerg, wollte sich der Sache schon alleine annehmen und könnte uns sicher gut unterstützen. Heute wurde ein Zwerg durch die Stadt getragen. Wie wir erfahren haben, wurde er bei einem Angriff der Orks auf die Mine außerhalb der Stadt verwundet. Ein Kommando unter der Führung eines Torvalas wollte die Brut in der Mine wie eine Lawine überrollen. Als wir dann auf dem Marktplatz ankamen, war nur noch der Torvala zu sehen, der dann ein Trinkkommando bildete und in der nächsten Taverne verschwand. Nun müssen wir uns alleine der Sache annehmen. Heute haben wir eine merkwürdige alte Dame getroffen. Zuerst machte sie den Eindruck einer gewöhnlichen Bettlerin, aber irgendwie scheint sie etwas Besonderes zu sein. Vielleicht kann uns Tarik, der sich in Tavernen aufhalten soll, weiterhelfen. Tarik. Ja, Tarik ist, so viel nehme ich an dieser Stelle schon mal vorweg, Tarik ist Informationshändler. Jetzt muss ich kurz überlegen, hier lang. Den können wir in bestimmten Tavernen antreffen, in einer bestimmten Taverne tatsächlich. Ich habe gerade nur nicht im Kopf, welche das war. So, das da links, das ist der Zartempel. Und hier stehen ein paar Häuser, die wir uns vorher angucken. Und hier Stadttore, können wir dann bei Gelegenheit die Stadt verlassen und das nähere Umland erkunden. Auf dem Weg kommen wir dann zum Beispiel zu der Zwergenmine, die angegriffen wurde. Ne? Von einem vorbeifahrenden Fuhrwerk fällt ein Sack herunter. Harvey kann gerade noch beiseite springen. Der Sack platzt vor seinen Füßen auf und grobkörniger Reis verteilt sich ungleichmäßig über das Pflaster. Reis aus Maraskan steht in großen Lettern auf dem Sack. Ja, das ist so ein bisschen ein Running Gag in der Welt des Schwarzen Auges. Ja, auf Maraskan fällt ein Sack Reis um. Gibt's in unserer Welt gibt's ja ein entsprechendes Äquivalent mit China-Reis, ne? So, ich will übrigens nochmal ganz kurz zeigen. Hier, Sounds. Ich habe mich ja letztes Mal habe ich mich gewundert. Ach du Scheiße, wir haben schon wieder keine Soundeffekte, wir haben schon wieder keine Sprachausgabe. Was ist denn da schiefgelaufen? Da müsste ich mich ja dann mit den Einstellungen nochmal beschäftigen. Ja, oder ich gehe einfach einmal hier ins Menü und drücke bei Sounds auf An. Da stand nämlich auf Aus. Und schon hatten wir tatsächlich auch Geräusche. Traurig, ne? So, was ist das hier für ein Haus? Ariana Windlocke. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Seid gegrüßt. Was möchtet ihr denn von mir? Wir haben nur ein paar Fragen. Wir sind noch nicht lange in der Stadt. Na, dann lasst mal hören. Passiert in der Stadt irgendetwas Interessantes? In letzter Zeit hört man immer wieder von den Piraten, die sich hier in der Nähe auf einer Insel festgesetzt haben. Der Name der Insel will mir einfach nicht einfallen, aber das sollte kein Problem sein. Dazu kann euch fast jeder etwas sagen. Und glaubt ihr an eine Verschwörung zwischen Orks und Hohlberkern? Die Hohlberker werden als Mischlinge von sämtlichen Parteien höchstens geduldet, aber keinesfalls respektiert, auch nicht von den Orks. Ein Orkhäuptling würde nie Anweisungen oder auch nur Vorschläge von einem Hohlberker akzeptieren. Wisst ihr noch etwas mehr über die Hohlberker? Ach, keiner kennt diese Mischlinge so genau. Ich weiß leider auch nicht mehr.
Seid nicht verärgert, wenn ich euch nun verabschiede. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr gerne ein andermal wiederkommen, ja? Natürlich. Machen wir, meine Liebe, machen wir. Sie ist eine freundliche junge Dame. Ich bin sicher, die hat noch eine strahlende Zukunft vor sich. Ariane oder Ariana. Ist auch egal. Passt schon. So, dann machen wir von hier aus weiter. Wen haben wir hier? Zyla Horga. Die sieht ein bisschen unfreundlich aus, oder? Ich weiß auch nicht. Was wünscht ihr? Gibt's in Riva irgendwas Interessantes? Nicht direkt in der Stadt, aber etwas außerhalb, im Sumpf, steht ein Turm, in dem sich ein Magier niedergelassen hat. Nicht, dass ich etwas gegen Magier hätte, war ja selbst jahrelang mit einem Zauberer befreundet, aber der Kerl im Turm ist wirklich widerlich. Schlachtet harmlose Tiere ab, um irgendwelche Experimente mit ihnen zu betreiben. Ist das so? Aber warum unternimmt die Stadt denn dann nichts dagegen? Haltet ihr die Hohlberger für die Drahtzieher des Orkaufstandes? Nein, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Die Hohlberger sind so ruhig und zurückhaltend. Ist interessant, wie es heißt, die ganze Stadt wäre davon überzeugt, dass die Hohlberger die Drahtzieher des Orkenaufstandes sind. Das hat uns Elijah Karbeck ja selber gesagt. Und so ziemlich jeder Bürger der Stadt, mit dem wir uns bisher über dieses Thema unterhalten haben, hat uns was völlig anderes erzählt, ne? Ich habe noch einiges zu erledigen. Kommt doch ein anderes Mal wieder. Zyla Horga, vielen Dank für das Gespräch, gute Dame. Wer wohnt denn hier direkt nebenan? Eliana von Arivor. Das ist doch mal ein wunderschöner und hochtragender Name, oder? Eine junge Frau öffnet die Tür und starrt euch überrascht an. Wen immer sie erwartet haben mag, ihr seid es nicht. Ja, bitte. Gibt's in Riva irgendwas Interessantes? Na klar. Riva ist schließlich eine Großstadt. Was interessiert euch denn? Glaubt ihr auch, dass die Orks und die Hohlberger unter einer Decke stecken? Völlig unvorstellbar. Schwierig genug, ihnen eine Sprache beizubringen, aber auch noch Pläne schmieden? Wisst ihr noch etwas mehr über die Hohlberger? Ach, keiner kennt diese Mischlinge so genau. Ich weiß leider auch nicht mehr. Okay. Harvey verdreht gequält die Augen. Es scheint der Frau Spaß zu machen, euch die unmöglichsten Antworten zu geben. Tja, wir müssen weiter. Habt Dank für eure Bemühungen. Das war mal eine ausgesprochen seltsame Begegnung. Naja. Was soll's, können ja nicht alle Bewohner hilfreich sein, ne? Was ist denn das hier für ein Laden? Die Hufschmiedin Gisilla Bardenberg. Aha. Sagen wir erstmal Hallo. Ja? Gibt's Neuigkeiten aus dem Lande? Hier in der Gegend ist alles beim Alten. Die Wege sind überschwemmt oder zugeschneit, je nach Jahreszeit. Der alte Magier experimentiert immer noch in seinem Turm, die Zwerge wühlen weiterhin in der Erde und das Störebrandkolleg bildet immer noch Begleitschutz für Handelskarawanen aus, auch wenn sie selbst es anders nennen mögen. Okay. Glaubt ihr an eine Verschwörung zwischen den Orks und den Hohlbergern? Nein! Weder mit den Orks noch mit den Hohlbergern hatten wir bisher größere Probleme. Gerade jetzt, wo die Handelswege nach Süden abgeschnitten sind, ist die friedliche Beziehung zu den Orks von großer Bedeutung. Ihr seid zwar Hufschmieden, aber sagt, habt ihr auch Waffen da? Na sicher! Ich bin zwar nicht so gut sortiert wie ein Waffenhändler, aber das eine oder andere habe ich schon da.
Ihr könnt's euch ja mal anschauen. Vielleicht ist auch etwas für euch dabei. Nur Rüstungen habe ich nicht. Die bekommt ihr aber beim Helmschmied Rodebrecht. Jessila Bardenberg. Okay. Ja, wir gucken gleich. Ich will das nur kurz eintragen. Bardenberg. Jessila Bardenberg. So, ne? Hier wohnt Jessila Bardenberg. Sie ist Hufschmiedin, aber man kann bei ihr auch Waffen bekommen. Das hier ist das Südtor. Okay. Dann schauen wir doch einfach mal, was die gute Dame so im Angebot hat. Vielleicht können wir hier unsere Munitionsvorräte ja mal ein bisschen auffüllen, ne? Ihr habt nichts anzubieten. Ihr habt keine Reparatur in Auftrag gegeben. Okay, gut, 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 gut. Habe ich Sachen zu verkaufen, die wir eventuell nicht mehr brauchen? Ich weiß, was wir nicht mehr brauchen. Den Drachentöter brauchen wir nicht mehr. Den können wir verkaufen. Ach, der Borndorn ist eine Wurfwaffe. Okay. Rio hat ein Ersatzschwert dabei. Ja, warum nicht? Ja, die Wurfaxt. Ja, die gefälschte Sternenschweif-Axt, die 120 Unzen wiegt, die kommt weg hier. Den Speer brauchen wir auch nicht mehr. Den hatten wir ja gebraucht, um, ich glaube, es war sogar in den Blutzinnen, wo wir damit eine Tür geöffnet haben, ne? Kriegsbeil, Orknase. Ja, das Kriegsbeil und den Brabak-Bengel brauchen wir auch nicht mehr. Verkaufen, 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 verkaufen. Ja, den Borndorn, der kommt auch weg. Harvey konnte 2% Rabatt herausfalschen. Ihr bekommt 43 Dukaten, 9 Silbertaler und 6 Heller. So, und jetzt gucken wir mal, was die gute Dame im Angebot hat. Auf jeden Fall schon mal Pfeile. So, ich hätte jetzt gerne 50 Pfeile für jeden. Also so ungefähr zumindest. Und 50 Bolzen für Harvey. So. Haben wir das schon mal. Sense, Bogen. Pike, Florett, Morgenstern. Hat ja ein paar interessante Sachen hier tatsächlich auch im Angebot, ne? Aber wir sind ja... schon lange auf unseren Abenteuer. Interessant, dass Nuri eine schwere Armbrust verwenden kann, aber Harvey nicht, ne? Na gut. Harvey konnte 29% Rabatt heraushandeln. Ihr zahlt 7 Dukaten, 4 Silbertaler und 2 Heller. Und damit sehen wir jetzt hier an dieser Stelle auch mal eine der richtig genialen und richtig geilen Neuerungen, die Schatten über Riva im Sinne von Komfortfunktionen für uns zu bieten hat. Es gibt jetzt nämlich einen sogenannten Gegenstandsverteiler, den wir benutzen können, um ganz komfortabel Gegenstände in unserer Gruppe hin und her zu schieben und den Loot einzusammeln und sonst was. Das ist jetzt bei weitem nicht mehr so umständlich wie in den Vorgängern. Und das finde ich sehr geile Sache. Wird es auch immer angezeigt, wie viele Unzen kann er noch tragen und alles, ne? So, diese schwarze Statuette, die können wir bei Gelegenheit noch verkaufen. Vielleicht bei Gorm Doldrecht oder so. Das ist ein Händler hier in der Stadt. Die Schlafsäcke, die brauchen wir theoretisch tatsächlich auch nicht mehr. So. Araka nur 4 Bewegungspunkte, weil dieses verfluchte Schwert hier, das sie dabei führt, ihr einen Bewegungspunkt abzieht. Dafür ist es halt eine magische Waffe. Aber sie hat ja, mit dem Bogen des Arterien hat sie ja schon eine magische Waffe. Vielleicht tausche ich das nochmal aus. Ich habe es mir noch nicht überlegt.
Aber bei Araka stört's ja auch nicht, wenn sie sich nicht so weit bewegen kann. Sie ist ja eh eine Fernkämpferin, ne? Von daher ist es vielleicht schon so in Ordnung. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Müssen wir einfach mal gucken, wie es sich so ergibt. So, da ist der Tempel. Da ist noch ein größeres Gebäude. Und hier wohnt noch jemand. Und zwar Susa Fredor. Ja? Was kann ich für euch tun? Gibt es in der Gegend etwas Besonderes? Nun, da gibt es beispielsweise die Zwergenmine. So nah an der Küste ist das schon ungewöhnlich. Haltet ihr die Hohlberker für die Drahtzieher des Orkaufstandes? Nein, undenkbar. Die Hohlberker sind zu so etwas nicht imstande. Okay. Vielen Dank. Ja, viele der Leute haben jetzt nicht wirklich großartig noch irgendwelche neuen oder interessanten Sachen zu erzählen. Aber der Vollständigkeit halber möchte ich ja trotzdem mit Ihnen allen sprechen. Ne? Das Spiel bietet uns die Möglichkeit dazu. Warum soll ich diese Möglichkeit nicht nutzen? Ich meine, Susa Fredor war der Name. Ne? So, was ist das hier jetzt? Das sieht auch wie ein Tempel aus. Ach, das ist der Zartempel. Was ist denn dann das andere da? Ich dachte, das hier wäre... Okay. Hi. Zart zum Gruße. Elaya Karbeck hat uns gebeten, uns ein wenig in der Stadt umzuhören. Sie sagte, ihr könntet uns weiterhelfen. Ich will mein Wissen gerne mit euch teilen. Fragt nur zu. Desmoda Treuquell. Okay. Gibt es irgendetwas Ungewöhnliches in Riva? Da könntet ihr mal im Firun-Tempel vorbeischauen. Die haben irgendwelche Probleme. Ja, da waren wir ja schon. Glaubt ihr an eine Verschwörung zwischen Orks und Hohlberkern? Nicht so recht. Andererseits deutet alles darauf hin. Die Hohlberker sind die einzigen, die Kontakt zu den Orks haben. Wisst ihr noch etwas mehr über die Hohlberker? Ach, keiner kennt diese Mischlinge so genau. Ich weiß leider auch nicht mehr. Könnt ihr uns etwas über die Göttin erzählen? Alles unterliegt einer ständigen Erneuerung und nichts ist von Dauer. Zar ist die Schöpfung und der Neubeginn. Die Geweihte kann vieles sagen, doch die Essenz lautet, das Leben unterliegt einer ständigen Erneuerung. Haltet nicht an Vergangenem fest, sondern schaut in die Zukunft. Es ist nie zu spät, von Neuem zu beginnen. Das sagt Desmoda Treuquell. Schaut über den Rand. Erneuert euch. Ja, okay. Vielleicht kommen wir bei Gelegenheit nochmal wieder. Desmoda Neuquell ist die Geweihte. Aber wenn das der Zartempel ist, was ist denn dann das hier? Ich dachte, das hier wäre der Zartempel. Ach, das ist der Raya-Tempel. Jawohl. Okay. Raya zum Gruße. Elaya Karbeck schickt uns. Die Geweihte schaut euch erstaunt an. In welcher Angelegenheit denn? Sie wollte, dass wir uns ein wenig in der Stadt umschauen. Es geht um eine mutmaßliche Verschwörung. Ach ja, ich weiß Bescheid. Darüber haben wir uns neulich erst unterhalten. Was kann ich denn für euch tun? Was gibt's denn so Interessantes in Riva? Unweit der Stadt haben Zwerge eine Mine angelegt. Das ist ziemlich ungewöhnlich. Das nächste Gebirge ist weit. Und dass sie ausgerechnet hier in den Hügeln so nahe am Meer... Ist das für euch überhaupt von Interesse? Glaubt ihr an die Verschwörung zwischen Orks und Hohlberkern? Es ist kaum zu glauben, aber alles deutet darauf hin. Könnt ihr uns etwas über eure Göttin erzählen? Seid bei allem, was ihr angeht, mit ganzem Herzen dabei. Die Hingabe wird von der Göttin mit dem Rausch belohnt.
Könnt ihr uns noch etwas mehr über Raya erzählen? Es gibt andere Mittel als bloße Worte, euch Rayas Gaben näher zu bringen. Raya, die Göttin der Liebe, ne? Also vor allem auch der körperlichen Liebe, der Hingabe, der Leidenschaft. Geht mit dem Segen der Göttin und erfreut euch des Lebens. Ach, Schiete, wie hieß sie jetzt? Liska Lordret. Liska Lordret, das klingt wie so eine Comicfigur. Liska Lordret. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Hier einmal rum. Ach, ist schon schick. Also ich finde, für die damalige Zeit ist das schon echt schick hier. Da steht noch ein Denkmal oder irgendwas. Okay, und hier haben wir so einen kleinen Hügel. Und da ist das Nordtor der Stadt. Und da geht es dann Richtung Marktplatz. Da kommen wir, wenn wir dem Weg folgen, kommen wir ungefähr wieder dahin, wo wir standen, als wir mit dem Mob von dem Torwaler mitgegangen sind, als der Zwerg verletzt wurde. Das Haus ist verlassen. Die Tür- und Fensteröffnungen sind mit Brettern vernagelt. Okay. Hier steht ein verlassenes Haus. Nehme ich doch. Und das hier ist auch verlassen. Ja, dann können wir beim nächsten Mal dann den Marktplatz machen. Aber ich denke, die Häuser hier, die schaffen wir heute noch. Und dann haben wir in der 5. Folge von Schatten über Riva zumindest dann schon mal mehr oder weniger eine Tour durch die ganze Stadt gemacht. Das war schon mal ein guter Start. Ardo Winterkalt, einen wunderschönen guten Morgen, guter Mann. Also, guten Mittag. Guten Appetit. Der Mann, der euch die Tür öffnet, trägt die Uniform der Stadtgarde. Ja, was gibt's denn? Könnt ihr uns ein wenig über die Stadt erzählen? Nun, hier im Norden der Stadt lebt eine Holberger-Sippe. Das ist recht ungewöhnlich, denn normalerweise leben diese Schwarzpelze in Dörfern weit ab von menschlichen Siedlungen. Sie haben eigenartige Gebräuche und eine noch eigenartigere Sprache, aber im Grunde genommen sind sie friedliche, nette Gesellen. Haltet ihr die Holberger für die Drahtzieher des Ork-Aufstandes? Nein. Seht ihr, in meiner Nachbarschaft wohnen fast nur Holberger. Ich bin darüber nicht unglücklich, denn es sind im Grunde genommen friedliche, nette Gesellen, oft um vieles angenehmer als die anderen Nachbarn. Über kurz oder lang muss ich allerdings damit rechnen, dass außer mir kein Mensch mehr in diesem Viertel wohnt, denn das ständige Gerede über die Schwarzpelze hat dazu geführt, dass die meisten meiner früheren Nachbarn in andere Viertel umgezogen sind. Wisst ihr noch etwas mehr über die Holberger? Keiner kennt diese Mischlinge so genau. Ich weiß leider auch nicht mehr. Tja, ich muss nun bald los. Der Dienst ruft. Habt ihr noch was Dringendes? Nein? Na dann macht's gut. Ardo Winterkalt, auch ein netter Mann, Mitglied der Stadtwache. Hier wohnt Ardo Winterkalt. Er ist Mitglied der Stadtwache. Ich werde zu gegebener Zeit, im Moment erforschen wir ja sowieso noch die Stadt und gucken uns alles genau an, aber wie ich schon gesagt habe, an bestimmten Wochentagen gibt es bestimmte Ereignisse, die man hier an bestimmten Orten auslösen kann, zum Beispiel in der Wachfestung und so. Die werden wir uns alle bei Gelegenheit noch angucken, das werde ich zu gegebener Zeit recherchieren, wann wir da was machen können. Das ist aber aktuell noch nicht relevant. Herumstreuner und Gesindel, bleibt mir vom Leibe! Gut. Wollte sich nicht
mit uns unterhalten. Verstehe ich gar nicht. Wir sind doch so freundliche Zeitgenossen hier. So, hier sind noch zwei Häuser. Einmal Idra Kormin. Ja, was wollt ihr von mir? Erzählt uns doch bitte ein wenig über die Stadt. Wir Büttel sorgen für Recht und Ordnung. In Riva ist alles im Lot. Die Leute erzielen viel, wenn der Tag lang ist, aber glaubt mir, wir haben alles im Griff. Haltet ihr die Hohlberger für die Drahtzieher des Orkaufstandes? Es sollte mich nicht wundern, wenn die Stadt eines Morgens den Orks gehört und keiner weiß, wer ihnen die Tore geöffnet hat. Was haltet ihr von den Hohlbergern? Es ist mir völlig unverständlich, dass das hirnlose Schwarzpelzgesindel überhaupt in der Stadt geduldet wird. Aber was soll's, man kümmert sich ja lieber um Ratten als um wirkliche Probleme. Gehabt euch wohl. Idra Kormin. Auch Teil der Stadtwache. Sehr negativ eingestellt. Das würde ich schon vermerken, weil das ist kommt tatsächlich relativ selten vor, haben wir gemerkt, ne? Die meisten sagen ja, nö, sind doch nette Leute. Kalman Gerich, wie siehst du das? Erzähl uns doch ein wenig über die Stadt. Am Hafen steht der alte Wachturm, dort soll es spuken. Haltet ihr die Hohlberger für die Drahtzieher des Orkaufstandes? Natürlich sind es die Hohlberger, wer sonst? Kalman Gerich. Das Gespräch war jetzt nicht so ergiebig, aber der mag die Hohlberger auch nicht besonders. Zumindest das können wir uns merken. Hier wohnt Kalman Gerich. Ich hoffe, ich habe ihn richtig geschrieben. So, das Nordtor ist für uns erstmal nicht von Interesse. Streunerpark, schert euch, wird's bald. Entschuldigen Sie bitte, Mr. Brosnan, ich wollte Sie nicht stören. Das Haus ist verlassen. Die Tür- und Fensteröffnungen sind mit Brettern vernagelt. Okay. Der Bewohner dieses Hauses wollte sich nicht mit uns unterhalten. Und dieses Haus ist verlassen. So, dann sind wir hier auch schon wieder durch. Fehlt eigentlich nur noch der Marktplatz. Können wir ja schon mal in die Richtung aufbrechen. Hier waren wir schon. Kann ich die Kanalisation eigentlich irgendwie... Nein. Da können wir noch nicht weiter drauf eingehen. Na gut. Dum, 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 dum. So, hier sind wir jetzt wieder am Marktplatz angekommen. Dann können wir ja theoretisch noch anfangen. Und hier mal die Reihe runtergehen schon mal. Aren Runolfsson, ein Torwaler. Guten Tag. Rondra zum Gruße. Was führt euch zu mir? Gibt es hier in Riva etwas Besonderes? Im alten Wachturm am Hafen soll es dann und wann spuken. Wir hatten eine Zeit lang den Verdacht, dass die Gilde dort ein Versteck hätte. Doch wir haben den Turm mehrfach durchsucht, ohne etwas zu finden. Haltet ihr die Hohlberger für die Drahtzieher des Orkaufstandes? Nein, natürlich nicht. Die Schwarzpelze erkennen die Hohlberger nicht mal als vollwertig an. Wie könnten sie da Anweisungen von ihnen entgegennehmen? Na gut, da ist natürlich was dran, ne? Wisst ihr denn sonst noch was? Nee, natürlich wisst ihr sonst nichts mehr. Der Dienst ruft, schaut doch einfach ein andermal wieder vorbei. Gut, ist jetzt nicht explizit mitgeteilt worden, aber so, wie der geredet hat, ist der, glaube ich, auch Teil der Stadtwache, oder? Aren Runolfsson. Runolfsson war es, ne? Ich mach's nochmal ganz kurz. Runolfsson. Aren Runolfsson. Ach, das sind teilweise so schwierige Namen. Ein Mitglied der Stadtwache, da bin ich mir relativ sicher.
Okay. Gibt noch viel zu erforschen hier am Marktplatz und darum werden wir uns auch kümmern, und zwar in der nächsten Folge von Schatten über Riva. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann.